Ich mache mir gerade bewusst, ohne ich ist das Leben ganz einfach. Nur ein Ich kann sich ärgern, macht sich Sorgen, hat Ängste, negative Gedanken, hat viele Wünsche, erlebt Hoffnung und Enttäuschung, Mangel und Leid. Mein wahres Sein kennt das alles nicht und ruht in sich. Das Denken wird vollkommen ersetzt durch die Wahrnehmung, die sich nicht irren kann. Und mit dem Denken verschwindet auch das Ich, das es ohnehin nie gegeben hat, das aber meinte, alles regeln zu müssen, ohne es zu können. Ich schaue mir einfach als Beobachter beim Leben zu, meinem Körper, meinem Verstand und beende damit sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich. Denn was ich beobachte, das kann ich ja nicht sein. Ich bin der bewusste Beobachter. Und als Beobachter komme ich ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung. Indem ich mir bewusst mache, wer ich wirklich bin, erlebe ich mich als erwachtes Bewusstsein, als der, der ich wirklich bin. Erst als erwachtes Bewusstsein kann ich online gehen. Bin wieder bewusst, eins mit dem einen, dem Ursprung, der Quelle, und bin in der universellen Wahrnehmung. Und wenn ich bereit bin, bleibe ich ständig online, sicher geführt von der universellen Weisheit. Ich erkenne so die Antwort auf jede Frage, die Lösung für jede Aufgabe, den richtigen Weg, die besten Schritte. Und vor allem erkenne ich, wie es ausgeht, bevor ich überhaupt beginne. Treffe nur noch richtige Entscheidungen und mache aus jedem Vorhaben einen Erfolg. Es ist ein Leben im ständigen Mastermind. Ich erspare mir so alle Umwege, Enttäuschungen, Zeit, Verluste und tue gleich das Richtige. Ich bin sicher geführt von der universellen Weisheit und erkenne meinen Weg zu Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück.
Ich bringe mein erwachtes Bewusstsein immer mehr in meinen Alltag. Werde immer mehr mein eigener Lehrer und Meister. Ich trete bewusst ein in die eigene natürliche Vollkommenheit und erlebe sie bei allem, was immer ich gerade tue. Tue es so vollkommen wie möglich und erlebe, wie allein dadurch mein ganzes Leben immer vollkommener wird. Ich lasse auch meine Beziehung immer vollkommener werden, indem ich selbst ein idealer Partner bin. Letztlich wird so mein ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Damit habe ich alles erreicht, was man in der Schule des Lebens erreichen kann. Und bin bereit für die nächste Dimension.